Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und jetzt geht es los. Wir haben leider eine zweite Situation, in der keiner von uns ganz gerne sein möchte, der gerne ins Fitnessstudio geht, aber das macht nichts. Und jetzt mal ganz kurz, nicht nur eine Motivationsrede für euch. Ich habe selbst etwas in diesem Jahr dazugelernt. Und zwar, nachdem ich 20 Jahre im Fitnessstudio trainiert habe und, wie ihr wisst, auch zu denen gehöre, die sagen, man braucht einen gewissen Kraftanteil und man muss ein bisschen was mit Gewichten machen, habe ich etwas dazugelernt. Vielleicht auch, weil ich jetzt schon so fortgeschritten bin, geht es natürlich auch besser. Auch dazu findet man ein paar Videos hier auf diesem Kanal, wo ich das erkläre. Aber ich habe gemerkt, dass ich gut zurechtkomme, wenn ich mal eine Zeit lang zu Hause trainiere. Und ich habe das nicht nur gelernt, dass es ein gutes Kompensationstraining ist, sondern darüber hinaus es auch zu schätzen gelernt. Was ich jetzt ab und zu mal mache, ist einfach ein paar Trainingseinheiten zu Hause. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie wir in den nächsten 4 Wochen, Minimum 4 Wochen, trainieren können. Und das nicht nur als Kompensationstraining. Bitte behalte das im Kopf, das ist das Wichtigste dabei. An all die da draußen, die so aussehen wie ich oder noch krasser oder zumindest Ziele haben und denken, oh, jetzt verliere ich meine Bankdrückleistung, jetzt muss ich wieder Liegestütz machen, jetzt kann ich höchstens wieder fit werden und hinterher so aussehen wie Sascha Huber. Aber ich kriege es nicht mehr hin, einfach Kraft zu halten. Und ich war so gut dabei und habe schon fast die 50er Kurzhanteln genommen beim Bankdrücken. Das werdet ihr weiterhin schaffen und euch vielleicht sogar steigern. Und ich werde euch jetzt hier systematisch in diesem Video schon mal sagen, wie wir unseren Trainingsplan in den nächsten 4 bis 6 Wochen gestalten. Noch ein kurzes Nebengleis. Man sollte sowieso immer irgendwann mal zwischendurch seine normale Trainingsroutine verlassen und irgendetwas dazwischen machen. Das heißt, irgendeinen kleinen Zyklus, indem wir einfach so eine Art Schocktraining machen, dass der Körper nicht gewohnt ist. Ob das jetzt Hit ist, Heavy Duty ist, wir einfach mal die Pyramide nur rumdrehen oder eben einfach mal auch den Split anders gestalten. Auf einmal 2-mal die Woche trainieren, aber dafür mit weniger Volumen pro Trainingseinheit und so weiter. Und dann können wir gerne wieder auf unser normales Training. Das können wir jetzt super nutzen und einbauen und ihr könnt sogar aus diesen 4 Wochen mit einem Vorsprung rausgehen. So, genug der Versprechung und Motivation. Was brauchen wir? Ganz konkret. Also, wer die optimale Ausrüstung haben möchte, der nimmt sich jetzt alle 4 Punkte, die hier aufgelistet sind und guckt, dass er das so schnell es geht besorgt. Diese sind allerdings in einer Hierarchie und Reihenfolge. Wer also nur Platz 1 haben kann, gut, dann soll er damit gehen, aber bitte nicht nur Platz 4. Aber das sind schon somit die wichtigsten Sachen. Wenn ihr alle 4 habt, super, dann könnt ihr fast alles machen. Also, zunächst einmal Kurzhanteln. Wer ein Kurzhantelset zu Hause hat und das ein bisschen bestücken kann, je nachdem wie fortgeschritten er ist, kann man da gucken, dass man vielleicht bis zu 22 Kilo pro Seite kommt. Das ist schon ganz gut und damit können wir schon viel machen. Ja, auch kräftigere Jungs, zu denen ich mich zählen würde, können mit 22 pro Seite schon etwas machen und die Kraft beibehalten. Kurzhantel-Set ist schon mal eine gute Sache, wenn ihr die zu Hause habt. Nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern auch generell mal, wenn man mal zu Hause trainieren möchte. Das nächste, was ganz gut ist und wichtig ist, ist hier hinter mir. Ein TRX-Band. Ich habe schon einige Videos auf diesem Kanal gemacht zum TRX-Band. Hier seht ihr mal eine kleine Auswahl davon. Und sobald ihr die Möglichkeit habt, das irgendwo festzumachen, ob es draußen ist an einem Spielplatz, in einem Garten oder ob ihr irgendwo einen Balken habt, ihr seht sogar hier, wie ich improvisiert habe. Normalerweise habe ich keine Balken, keine Tür, gar nichts dergleichen, habe es aber irgendwie mit viel Fantasie geschafft, das zu nutzen in meiner Wohnung. Ein TRX-Band ist eine gute Sache und damit könnt ihr so viel machen, vor allem für den Rücken. Jetzt kommen wir zu der nächstwichtigen Sache. Und ganz simpel, diese Widerstandsbänder. Mittlerweile findet ihr die überall, weil ja auch jeder YouTuber da draußen diese jetzt verkauft. In den gleichen Farben. Alle holen sich die am Ende doch nur wieder aus China von einem Lieferanten, machen dann ihr Logo drauf und verkaufen sie. Holt sie euch irgendwo und holt dementsprechend die Gewichte. Das seht ihr immer. Es gibt sehr starke Bänder. Ich glaube, das Grüne ist so ziemlich das stärkste mit 30 bis 40 Kilo Widerstand oder so. Und dann gibt es da eine Hierarchie von 4, 5 verschiedenen Farben. Holt euch die, die für euch passen, vielleicht sogar so ein Intervall von leicht, mittel bis hin zu ganz schwer und dann habt ihr alles dabei. Das ist auf Platz 3. Und jetzt kommt noch Platz 4, um das Ganze zu ergänzen. Ich habe schon einmal ein Video dazu gemacht. Findet ihr auch hier. Diese Liegestützhilfen, die im Falle von Decathlon noch viel mehr sind als das. Die haben nämlich, bestehen aus 3 Teilen und haben diese Rollen hier drunter. Damit könnt ihr dann noch mehr Übungen machen, vor allem Core-Übungen machen. Und
Mit dieser Kombination schaffen wir es in den nächsten Wochen nicht nur, alles zu trainieren, sondern im Kraftbereich zu trainieren. Also, ich rede jetzt nicht von den Monsterathleten da draußen, die 200 Kilo Bankdrücken machen, obwohl auch ihr es versuchen könntet. Ich rede von den Leuten, die vor allem fortgeschritten sind. Ja, nicht Monster fortgeschritten, aber fortgeschritten. Ihr könnt im Wiederholungsbereich 6, 8, 10 weiter trainieren und vielleicht sogar durch diese komplett andere Art des Trainings ein wenig Hilfsmuskulatur aufbauen und plötzlich, wer hätte es gedacht, befreien wir uns im Dezember aus diesem zweiten Lockdown. Ihr geht ins Gym und seid stärker und fitter als je zuvor. Versucht's mal. Und das ist nicht nur, wie gesagt, eine Motivationsrede. Ihr wisst, ich bin eigentlich eher der Realist und sage, wie es ist und versuche hier nicht ein großartig auf Motivation zu machen, sondern es kann tatsächlich passieren. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Wie werden wir unser Training umgestalten? Egal, ob ihr von Ganzkörpertraining kommt, ob ihr von einem Dreier-Split kommt, Vierer-Split kommt, Fünfer-Split kommt, einmal die Woche trainieren oder alle 10 Tage nur den Muskel trainieren. Wir werden jetzt alle zusammen das mal versuchen. Meine Empfehlung. Ich werde hier nicht wieder 10 verschiedene Trainingspläne vorstellen. Versucht's mal so. Voraussetzung ist, wir trainieren zu Hause. Das heißt, wir können öfters trainieren als sonst. Wir müssen nicht die Sachen packen, wir müssen nicht 10 Minuten fahren. Wir haben die Möglichkeit, zu Hause in nur 15 bis 30 Minuten ein Training zu absolvieren. Und genau das nutzen wir. Wir machen jetzt einen Trommelwirbel, nicht Ganzkörperplan, nicht Zweiersplit, was jetzt die meisten denken werden, weil man ja jetzt auf einmal mit viel mehr Wiederholungen trainiert und dann irgendwie öfters den Körper trainieren muss. Nein, wir machen einen Dreiersplit. Aber trainieren trotzdem zweimal die Woche jeden Muskel. Heißt, wir haben 6 Trainingseinheiten. Welchen Vorteil bringt das Ganze? Wir haben es ganz kontrolliert, pro Trainingseinheit den Muskel zu trainieren. Wir werden nicht den ganzen Körper einfach vernichten und es gibt schon so viele Argumente auf diesem Kanal gegen ein Ganzkörpertraining. Wir versuchen es so, denn wir können dann auch die Trainingseinheiten reduzieren. Ihr müsst euch nicht motivieren, 1,5 Stunden zu schwitzen im heimischen Zimmer. Nein. Wir machen es ganz gezielt, einen Dreiersplit. Wir trennen Beine von Rücken, von Brust. Und dann kommen die kleinen Muskelgruppen noch dazu. So sähe jetzt unser Dreiersplit aus, den wir machen. Und den machen wir 6-mal die Woche. Einen Restday, einen Pausentag werden wir uns trotzdem lassen. Das ist ganz wichtig, damit sich mal ein bisschen was erholt. Nächstes Argument. Wir werden ja etwas weniger Volumen machen, weil wir einfach nicht so eine breite Übungsauswahl haben. Ja, wir können alles ersetzen. Aber was wir nicht machen können, ist die Vielseitigkeit ersetzen. Ihr habt vielleicht 10 verschiedene Maschinen für die Brust im Gym. Jetzt habt ihr vielleicht 2, 3 Möglichkeiten, in dem hohen Wiederholungsbereich zu trainieren. Mehr aber auch nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Dafür machen wir das Ganze dann 2-mal die Woche. Denn das ist der Sinn hinter mehrmals die Woche den Muskel trainieren. Wir können ihn nicht so ausführlich von allen Seiten bombardieren und vernichten. Also machen wir es jetzt einfach öfters dafür. Das Gleiche gilt für den Rücken, für den Bizeps, für die Schultern, für die Beine. Wir trainieren jetzt 2-mal die Woche und dafür einfach ein bisschen weniger Volumen und ein bisschen weniger Trainingsübungsauswahl, aber dafür höher frequentiert. Und das macht uns dann noch zusätzlich fitter. Das ist das dritte Argument, denn wenn wir jeden Tag ein bisschen schwitzen und ein bisschen Energie verlieren, werden wir auch ein wenig an unserem Shape tun normalerweise. Außerdem könnt ihr die Ernährung super kontrollieren, denn ihr seid zu Hause. Ihr könnt einfach spontan zur besten Zeit trainieren, haut das eben rein. Und weil wir einen Dreiersplit haben, wie gesagt, halten sich die Trainingseinheiten kurz. Ihr müsst also nicht die Augen rollen und denken, oh, jetzt muss ich jeden Tag 1 Stunde ran. Nee, ist nicht. Ihr kommt durch damit, die Beine einfach nur für circa 20 Minuten zu trainieren und ja, ihr werdet sie richtig bombardieren. Also, ich hoffe, ihr habt einen Großteil dieser Trainingsausrüstung. Ich werde versuchen, so viel wie möglich an Variationen euch zu zeigen. Wenn ihr davon 1, 2, 3 Sachen vielleicht sogar nicht habt, natürlich seid ihr dann eingeschränkter. Aber diese ganze Ausrüstung kostet so gut wie nichts. Ich glaube, das hier bei Decathlon, ich will nicht lügen, ich glaube, die kosten 15, 20, vielleicht 25 Euro höchstens. Dann kriegt man beide dafür. Ein Hantelset. Holt euch ruhig ein billiges. Ihr müsst jetzt nicht so eine mega Hightech-Hantel holen. Sollte auch nicht allzu viel kosten. Vielleicht kriegt ihr sie auch bei eBay oder so. Und diese Widerstandsbänder kosten meistens zwischen 10 und 15 Euro pro Stück. Wenn ihr davon 2 holt, ist das auch nicht so viel. Ein TRX-Band, auch bar, kann ich nur Decathlon empfehlen. Kriegt ihr ebenfalls für 20, 25 Euro und ihr habt alles. Also ihr seht, ihr gebt 100 bis 150 Euro aus und habt dafür ein Gym zu Hause. Und wie das jetzt funktioniert, werde ich euch jetzt Trainingseinheit für Trainingseinheit zeigen. So, ihr kennt jetzt den Plan. Wir machen also einen Dreiersplit. Wir werden 2-mal die Woche den Muskel trainieren und ihr wisst, warum wir das so machen. Bei den nächsten Videos zeige ich euch jetzt, wie. Und ich werde mit euch zusammen in den nächsten Wochen viel öfters trainieren auf
Instagram. Da könnt ihr jetzt mal regelmäßig, wo ich ja sonst so gut wie gar nichts mache, in den Stories sehen und auch in den Posts, wie wir trainieren und was wir da so machen. Also, bleibt dabei. Ich hoffe, dieses Video hat euch schon was gebracht und gefällt euch. Und jetzt geht es systematisch los und wir werden zusammen trainieren und in 4 Wochen wesentlich fitter sein und vielleicht sogar stärker als jetzt. Das war's von mir. Wenn euch das gefällt und die Serie gefällt und ihr vor allem denkt, okay, viel mehr Homeworkouts, finde ich Hammer, sind mal andere Homeworkouts als die, die wir gewohnt sind von den ganzen Homeworkout-Johnnies, was weiß ich, Sascha Huber und Co., die ja mehr auf Fitness gehen. Ich mache Homeworkout-Bodybuilding, das, was wir machen wollen, richtig hartes Zeug. Also, wenn ihr mehr davon sehen wollt, Daumen hoch, feuert mich kräftig an, Fragen und Anregungen in die Kommentare und dann abonniert den Kanal, um diese Videos nicht zu verpassen und schaut auf Instagram vorbei. Wenn ihr das abonniert, dann seid ihr auch dabei. So, das war's von mir. Ich bin raus, euer Gotti.